Ja, ein anstrengender Sonderparteitag geht zu Ende, wie ich finde, aber ein guter Parteitag. Wir haben viele Stunden diskutiert und ich glaube, bei dem Thema, das für uns Grüne ja Herzensthema ist, gehen wir aus dieser Debatte gemeinsam, auch wenn wir unterschiedliche Positionen haben, gestärkt hervor. Ja, das, was viele uns gewünscht haben, ja, von Seiten der Regierung, dass das Grüne jetzt zerlegen, dass es nicht passiert. Wir sind als Partei geeint, wir gehen als Partei gestärkt hervor, sind weiter an der Seite der Anti-AKW, der Umweltbewegung. Wir sagen ja dazu, dass die 7+1 Meiler stillgelegt werden, dass die Laufzeitverlängerungen zurückgenommen werden. Und das ist ein Erfolg der Grünen. Ja, da haben wir die Regierung hingetrieben und werden dann ab 2013 das Gesetz noch besser machen. Wir wollen Gronau abschalten, wir wollen, dass Chorleben stillgelegt wird und werden für mehr Sicherheit sorgen. Also Grüne gestärkt, das ist ein Parteitag und die Regierung kann sich warm anziehen. Und der Kampf geht weiter. So ist es.